Shakespeare-Märchen, nacherzählt von Franz Fühmann. Der Sturm. In einer Hafenstadt tief im Süden der Erde lebte einmal eine alte Hexe namens Sykorax. Die war so mächtig, dass sie mit Hilfe des Mondes wilde Stürme erregen und das Meer fluten und ebben lassen konnte, so dass manche brave Flotte durch ihre Kunst unterging. Viele Jahre lang hielt sie die Seeleute rings in Angst und Schrecken, aber schließlich gelang es dem Volk doch, sie im Schlaf zu überwältigen und sie vor ein Gericht zu stellen. Sie wurde zum Tode verurteilt. Doch weil sie unter ihrem ruchlosen Herzen ein Kind trug, das die Schuld seiner Mutter nicht büßen sollte, wurde sie auf eine öde Insel mitten im Meer verbannt und dort ausgesetzt. Wenige Wochen danach brachte sie ein schwarzbehaartes, scheckiges Wesen mit einem schildkrötenhaften Rücken und langen, hängenden Armen zur Welt, dem sie den Namen Caliban gab. Die Insel war fast unzugänglich. Schroffe, nur von Möwen bewohnte Klippen hoben sich über die sturmgepeitschte Küste und öde Steinhalden, auf denen nicht Baum noch Strauch gedieh, wechselten mit schlammfeuchten Wäldern, in denen ungeschlachte Baumgänse hockten und flachstirnige Meerkatzen sich kreischend von Wipfel zu Wipfel schwangen. Lange schweifte Sykorax mit ihrem Caliban umher, einen wohnlichen Platz zu finden. Schließlich gelangte sie zu einem Haselbusch, aus dessen Grund eine Quelle sprang. Dort ließ sie sich nieder und knackte Nüsse. Da hörte sie plötzlich ein seltsames Geräusch. Die Insel war von Menschen unbewohnt, deshalb hatten sich hier Luftgeister niedergelassen, die so zart waren, dass ihnen der Lärm der Menschen blaue Flecke ins Fleisch stieß und die deshalb unter den Menschen nicht mehr leben wollten. Der König dieser Elfen hieß Ariel. Sie führten ein freies und glückliches Leben, strichen auf dem Rücken des Windes über Höhen und Halden, neckten die Häher in ihren Nestern und lachten mit den jungen Möwen am Felsen, sangen und machten mit vielen tausend hellen Instrumenten eine wundersam stille Musik. Das verdroß die mürrische Hexe und sie verbot das Fröhlichsein. Die Geister lachten sie aus und scherten sich nicht um ihr Verbot. Da lud die Hexe den arglosen Ariel ein, sie zu besuchen. Er kam, sie packte ihn, spaltete mit einem Zauberwort eine Fichte, klemmte den vergebens um Mitleid flehenden Geist in den harzigen Spalt, hieß die Fichte sich wieder schließen und versiegelte sie mit ihrem furchtbarsten Fluch. Da dies die anderen Geister sahen, verstummten sie und verkrochen sich scheu. »Nun ist mein Wille geschehen, nun will ich hier Königin sein, und Furcht und Schrecken sollen mit mir regieren«, sagte die Hexe. Bald danach starb sie, von Bosheit und Alter wie ein Reif zusammengekrümmt. »Nun bin ich der König«, krächzte Caliban und schwenkte seine langen, haarigen Arme. Die Insel schwieg. Nur das Stöhnen des armen Ariel brach so unablässig wie Mühlradgeklappe am Bach durch das bange Schweigen. Ein Dutzend Jahre waren vergangen, da sah Caliban eines Tages auf der See eine Nussschale schwimmen. Die Nussschale wurde größer und größer und schließlich entpuppte sie sich als ein halb verfaultes Boot ohne Mast und Segel, dessen Flanken wie Rippen aus dem morschen Rumpf ragten. Auf dem Boot saß, auf einem Ballen kostbarer Gewänder, ein hochgewachsener Mann, von dessen Schultern ein bunt gewirkter, mit Sonnen, Monden, Sternen, Schlangen und seltsamen Zirkeln bestickter Mantel hing. In seiner Rechten hielt er einen schwarzen Stab, die linke lag auf dem blonden Haar eines schlummernden Kindes. Der Name dieses Mann war Prospero. Seine Tochter hieß Miranda, die Wunderbare. Und nun müssen wir noch erzählen, wie die beiden hierher an die öde Insel gekommen sind. Es ist eine seltsame Geschichte, ein schlimmer Streich und ein Glück zugleich. Also, hört zu. Prospero war der König in einem Land, das nach dem Frühlingsmonat Mailand benannt wurde. Er war ein guter König und wollte, dass sein Volk glücklich sei. So begann er in Büchern zu studieren, um der Natur ihre segensreichen Kräfte abzulauschen und die Gesetze der Geisterwelt zu ergründen. Bald war er an Zauberkunst und Wissen allen Gelehrten seines Landes überlegen, und er wurde vom Glück des Forschens in den geheimsten Bereichen der Magie so hingerissen, dass er das Geschäft des Regierens und Hofhaltens seinem Bruder Antonio übertrug. Die Krone aber behielt er, denn er lernte und forschte ja nur, um sein Volk einst
in ein glückliches Leben zu führen. Antonio gewöhnte sich bald ans Herrschen. Es gefiel ihm, Gesuche bald zu gewähren, bald abzuschlagen, Schmeichler zu erhöhen und ehrliche Ratgeber zu erniedrigen. Und als er ein Gefolge willfähriger Dienstleute um sich gesammelt hatte, wurde der böse Trieb in ihm wach, Herrscher für alle Lebzeit zu sein und Prospero die Krone zu rauben. Das Volk von Mailand aber liebte Prospero, und im ganzen Reich hätte sich kein Soldat gefunden, der Hand an diesen guten König gelegt hätte. So musste sich Antonio auf ein fremdes Heer stützen. Er verbündete sich mit einem Reich, das Neapel hieß und über das der König Alonso herrschte. Antonio schickte einen Geheimboten zu Alonso und versprach, Neapel jährlich einen hohen Tribut zu entrichten, wenn ihm Alonso dafür helfe, Prospero gefangen zu nehmen. Alonso stimmte willig zu und schickte ein Regiment Soldaten. Um Mitternacht öffnete der Verräter Antonio ihnen das Tor. Die fremden Soldaten drangen in die Burg und fanden Prospero in seinem Studierzimmer über ein Buch der Heilkunst gebeugt. Indes war die Kunde von dieser Untat ruchbar geworden und das Volk strömte auf die Straßen. Zwar war es, weil waffenlos, zu schwach, den König zu schützen, doch Antonio wagte nun nicht mehr, seinen Bruder, wie er vorgehabt hatte, zu töten. Er ließ ihn und dessen dreijähriges Töchterlein Miranda an einer entlegenen Stelle der Küste in ein Boot setzen, das so verrottet war, dass sogar die Ratten es verlassen hatten. Einem der fremden Eindringlinge, einem alten, ehrlichen Mann namens Gonzalo, jammerte, als er dieses sah, das Herz. Er brachte Prospero heimlich Kleider und Nahrung, Werkzeug, Stoffe und vor allem Bücher mit Zaubersprüchen, die Prospero in dieser Not mehr wert waren als ein ganzes Königreich. Dann trieb der Wind das Schiff hinweg, das schließlich an Calibans wüste Insel landen sollte. Caliban hatte noch nie einen Menschen gesehen, und er erschrak, als er Prospero erblickte, der dreimal größer von Wuchs war als der missratene Hexensohn. Er wollte sich verstecken, aber Prospero war schon ans Land gesprungen und schritt auf ihn zu. »Ich bin der König hier«, kreischte Caliban und fletschte die Zähne. Es waren dies, neben einigen schrecklichen Flüchen, die einzigen Wörter, die Sykorax ihn gelehrt hatte. Ansonsten kollerte und kreischte er wie ein Vieh. Miranda schauerte es, als sie das hässliche Wesen sah. Prospero aber beugte sich zu dem schildkrötenhaften Geschöpf herab und reichte ihm die Hand. »Auch ich bin ein König«, sagte Prospero, »der König eines größeren und reicheren Landes, als es diese Insel hier ist. Doch wir wollen jetzt nicht an unsere Kronen denken. Wir wollen Freund und Bruder sein. Wir werden gemeinsam dieses Land bestellen, und was wir uns schaffen, wollen wir redlich teilen.« Das war sehr schön gesprochen, aber Caliban verstand diese Rede nicht. Prospero wollte ihn fragen, ob noch andere Menschenwesen die Insel bewohnten. Da hörte er ein grässliches Stöhnen in der Luft, und es erklang ein leiser, flehender Chor. »Hilf unserem Herrn! Hilf unserem Herrn!« Prospero ging Miranda auf den Armen dem markerschütternden Stöhnen nach und entdeckte den armen Ariel im Spalt der Fichte. Ariel stöhnte und jammerte so herzzerreißend, dass selbst die wildesten Wölfe mit ihm winselten. Prospero bat die Fichte, den Luftgeist freizugeben, aber die Fichte öffnete sich nicht. Er drohte ihr mit Feuer, sie zu verbrennen, aber die Fichte tat sich nicht auf. Da griff Prospero zu seinem stärksten Zaubermittel. Er schläferte die Fichte ein, sie gähnte und Ariel schlüpfte aus dem Spalt. »Du hast mich aus der 12-jährigen Marter befreit. Ich will dir dafür mit meinen Geistern 12 Jahre lang dienen«, sprach er zu Prospero. Dies war ein großer Dank, zu dem Ariel sich erbot, denn die Elfen lieben die Freiheit über alles. »Auch wenn du mir dienst, wollen wir Brüder sein«, sagte Prospero. Da erhob sich rings ein helles Hallen. Musik brach aus allen Schründen und Gründen der Felsen, und über die Insel schwirrte wie ein Blitzen von Taubenflügeln das befreite Elfenvolk. In einem Lindenwäldchen baute Prospero eine Klause. Dort wohnte er mit Miranda und dem widerborstigen Caliban, den er wie seinen eigenen Sohn zu halten gewillt war. Ariel aber und seine luftige Schar wiegten sich wieder in der Schaukel der Winde. Der Elfenkönig und sein Volk dienten ihrem Retter mit aller Hingabe. Sie zeigten ihm die Quellen, Früchte und edlen Gesteine der Insel, brachten ihm Tau von den stürmischen Bermudas, das zarte Kindlein zu waschen,
ließen zu Mirandas Kurzweil im Mondenschein grüne Ringlein aus der Erde sprießen und sangen das Kind mit den schönsten Liedern in den Schlaf. Und Caliban? Prospero plagte sich redlich ab, ihn sprechen zu lehren und ihm die edlen Künste der Arbeit beizubringen, doch Caliban wollte nichts lernen. Er hasste die Arbeit. Er konnte nicht einsehen, warum man sich plagen sollte, da es doch viel schöner war, zu schlafen und auf dem Rücken zu liegen, mitunter auch der lieblichen Musik der Elfen, die selbst sein taubes Herz anrührte, zu lauschen und dabei zu träumen, dass Schätze vom Himmel regnen. So konnte Caliban nichts weiter als Holz schleppen und Wasser holen, und auch das tat er nur, wenn Prospero ihn dazu zwang. Er machte keinen Schritt, wenn ihn nicht eine der Elfen als Igel in die Ferse stach oder als Natte nach ihm zischte, und die Sprache, die Prospero ihn schließlich doch gelehrt hatte, benutzte er nur, um zu fluchen. Ja, Mensch werden ist eben schwer, wenn man der Sohn einer Hexe und eines Teufels ist und kaum wohlgeratener als Bären und Wölfe. So vergingen ein Dutzend Jahre, und es kam der Tag, da Ariel die lang ersehnte Freiheit erhalten sollte. Als sich draußen auf dem Meer ein gröhlendes Gelärm erhob und sieben Segel wie Schmetterlingsflügel klein übers glitzernde Wasser zogen. Prospero besaß ein Zauberrohr, das auch die Ferne nah vors Auge rückte. Er sah hindurch und sein Gesicht erhellte und verdüsterte sich zur gleichen Zeit, als er auf dem Flaggschiff der siebenmastigen Flotte den König Alonso von Neapel erblickte und bei ihm, nebst anderen Herren, die Wein tranken und lauthals sangen, auch das heimtückische Brüderlein Antonio. Der Wind blies sanft, das Meer war ruhig, und so glitten die sieben Schiffe mit schlaffen Segeln übers blaue Meer. Alle Gäste an Deck schienen gute Dinge. Alonso hatte nämlich seine Tochter Claribella mit dem reichen König von Tunis verheiratet, und nun feierte man auf den Schiffen die Vermählung und die glückliche Heimfahrt zugleich. Prospero erkannte unter den Feiernden auch Sebastian, Alonsos Bruder, und Ferdinand, Alonsos Sohn. »Nun ist die lang ersehnte Stunde der Rache gekommen«, rief Prospero und legte seinen Zaubermantel um. »Ein schlimmeres Leid noch als der Tod soll euch bestimmt sein«, sagte er langsam und fest, als lege er einen Schwur ab. Er schloss die Schnallen des Mantels, stellte das wundersichtige Rohr zur Seite und griff nach seinem Zauberstab. Dann trat er vor die Klause und verlangte mit stürmischen Rufen nach Ariel. Der Elfenkönig hatte schon ungeduldig auf Prosperos Ruf geharrt. Zu dieser Stunde war nämlich genau ein Dutzend Jahre in Prosperos Dienst, und er erwartete, dass sein Meister ihn jetzt entlassen werde. In seiner schönsten Gestalt, in einer wolkenhaften, einem schmucken Jüngling gleichenden Kräuselung der Luft, erschien er vor Prospero. Der aber dachte nicht an Ariels Freiheit. »Ich brauche dringend deinen Dienst«, mein Ariel, sprach er und wies zur Flotte hin. Ariel seufzte tief. »Aber heute ist doch Tag und Stunde der versprochenen Freiheit gekommen«, hauchte er, und Trauer trübte seine Stimme. »Nur noch 3 Tage Dienst, herzliebster Geist, dann sollst du frei sein«, bat Prospero. Ariel seufzte abermals. »Wenn ich dir ein treuer Diener gewesen bin, der niemals schmollte noch murrte und dich niemals belog, dann lass mich jetzt nach meinem Willen ziehen«, flehte er. Da fuhr Prospero, der voll Ärger die kostbare Stunde seiner Rache dahinschwinden sah, Ariel an. »Soll ich einen Eichbaum spalten und dich ein zweites Jahrdutzend darin festkeilen, du undankbarer Geist«, rief er unmutig und drohte mit dem Zauberstab. Da seufzte Ariel zum dritten Mal und versprach, noch 3 Tage zu dienen. Indem aber Prospero mit Ariel redete, hatte Caliban die günstige Stunde für sich erkannt und war in die Klause Prosperos eingedrungen, um den Zaubermantel, den Zauberstab und die Zauberbücher zu stehlen, denn er dachte, durch ihren Besitz seinen verhassten Herrn vernichten zu können und wieder König in einem Reich der Angst und des Schreckens zu sein. Gerade wollte er nach dem Zauberbuch langen, da trat Miranda in die Klause. Das Ungeheuer fiel über sie her und wollte sie töten. Prospero hörte noch rechtzeitig Mirandas Hilfeschrei, er stürmte in die Klause, riss Caliban, der Miranda würgte, zurück und sperrte ihn in ein Gefängnis im härtesten Fels. Miranda
die Todesangst noch im Herzen, taumelte ins Freie, um frische Luft zu schöpfen. Da befiel sie ein neuer Schreck. Der klare Himmel verdüsterte sich mit einem Schlag. Er wurde so grau und gelb zugleich, als wolle es Schwefel regnen. Dunkel umhüllte die Sonne und die grüne See sprang in zwei. Wilde Wasser schossen zum Firmament auf. Ein heulender Sturm zerriss die Schmetterlingsflügel der Segel und trieb das Flaggschiff in rasender Fahrt vom Rest der Flotte weg dem Ufer zu. Des Donners Orgel grollte und sein Feuer lohte in den Wolken. Ein zackiger Blitz fuhr krachend hernieder, schlug in den Mast, flammte zerteilt über Reling und Bugspriet und schloss sich in einem einzigen Gluthauch um das in den Strudeln scheiternde Schiff. Miranda schrie auf, da sie das Schiff so zugrunde gehen und seine Gäste in die tosenden Fluten springen sah. Sie glaubte, sie alle dem Tod geweiht, und das Herz wollte ihr brechen beim Anblick solcher Vernichtung atmenden Lebens. Doch Prospero, der unbemerkt zu ihr getreten war, legte ihr die Hand auf die Schulter und sprach: »Fürchte dich nicht, kein Leid geschah.« »Ist nicht die See voll Jammer?« fragte Miranda traurig. Prospero aber wiederholte: »Kein Leid geschah.« Da wandte sich Miranda zu ihm um, und da sie den Vater in den Zaubermantel gehüllt sah, begriff, dass seine Kunst es war, die diesen menschenverschlingenden Sturm entfesselt hatte. Sie sank ihm zu Füßen und flehte ihn an, das Toben der wilden Wasser zu stillen und lieber die See austrocknen zu lassen, als das Schiff mit allen seinen Seelen dem Verderben preiszugeben. Prospero strich seiner Tochter sanft übers Haar. Dann legte er seinen Zaubermantel ab und sagte, niemandem auf dem Schiff sei auch nur ein Haar gekrümmt worden. Alle hätten sich retten können, und sogar ihre Gewänder leuchteten reiner und frischer als je zuvor. »Doch warum dann der Sturm?« fragte Miranda. »Um eine Missetat zu rächen, die man an dir und mir begangen hat«, sagte Prospero. Miranda sah ihren Vater erstaunt an. Sie wusste ja nicht, dass der Sturm entfacht worden war, um König Alonso und den verräterischen Antonio hierher auf die Insel zu treiben, und hätte sie es gewusst, so hätte sie dieses Wissen dennoch nicht wissender gemacht. Ein Stück ihres Lebens war ihr nämlich noch fremd. Als dreijähriges Kind war sie auf die Insel gekommen und hatte von ihrem früheren Leben keine andere Erinnerung behalten, als dass sie einst von vier Frauen bedient worden war. Das Königsamt ihres Vaters, der ruchlose Anschlag auf ihn und ihre gemeinsame Vertreibung waren ihr unbekannt. Prospero hatte bis zu dieser Stunde der Rache gewartet, ihr die Vergangenheit zu enthüllen. Nun war diese Stunde da. Miranda erfuhr von ihrer Herkunft, ihrer Aussetzung ins morsche Boot und von den rettenden Gaben des mitleidigen Edelmanns, und diese plötzliche Offenbarung überwältigte sie derart, dass sie in eine Ohnmacht sank. Miranda im Schlaf, Ariel in den Lüften, Prospero in der Klause, Caliban im Fels. Aber was war mit der Flotte geschehen? Ariels Sturm hatte das Flaggschiff von den übrigen Schiffen, die nach Neapel weitersteuerten, getrennt und zur Küste getrieben. Luftgeister in Flammen verwandelt, hatten die verzweifelten Fahrgäste so lange umtanzt, bis sie die Haare wie Binsen gesträubt und vor Schreck und Angst toll sich in das tosende Meer gestürzt hatten, das sie an verschiedenen Stellen ans Ufer warf. Danach ebbte der Sturm ab. Die Flammen, die nie brennend heiß gewesen waren, erloschen wieder zu säuselnden Lüftchen, und Ariels leichte Hand schob das Schiff in eine sichere Bucht. Das tapfere Schiffsvolk aber, das sich von der Kopflosigkeit und dem Angstgeschrei der hohen Passagiere nicht hatte anstecken lassen und bis zur Erschöpfung seinen Pflichten nachgekommen war, senkten die Geister mit einer holden Musik in Schlaf. So irrten die Herren denn über die wüste Insel. Als erster war Ferdinand, der Sohn König Alonsos, ins kalte Bad gesprungen. Ihn hatte Ariel nahe Prosperos Klause an den Strand gesetzt. Ein Wegstück abwärts, in der Nähe der sumpfigen Wälder, hatten die Wogen König Alonso an Land geschwemmt und mit ihm seinen Bruder Sebastian, ferner Antonio, den verräterischen Bruder des guten Prosperos, und andere Herren, unter denen sich auch der Edelmann Gonzalo befand, der einst Prospero mit dem Nötigsten versorgt hatte. An den Fuß eines Steinhanges schließlich waren der Hofnarr Trinkolo und, durch eine Felsnase von ihm getrennt, der ewig betrunkene Koch Stefano getrieben worden. Trinkolo wie eine Ente auf den Wellen reitend und Stefano mit der rechten an ein Fass süßen Sekts geklammert und eine Flasche Wein in der linken Hand. Niemand
wusste von des anderen Rettung, und so trauerte Ferdinand um seinen totgeglaubten Vater, und Alonso wieder stieß Klagerufe aus und beweinte den vermeintlichen Tod seines einzigen Sohnes. Genau so lag es in Prosperos Plan. Er wollte seinen Feinden nicht das Leben nehmen, er wollte sie mit Schmerz und Trauer strafen und ihnen schließlich durch Gräuel und Schrecken dermaßen die Sinne verwirren, dass sie für ihr weiteres Leben die Menschengestalt bewahren und dennoch keine Menschen mehr sein sollten. Dem Prinzen Ferdinand aber, der zur Zeit der Vertreibung Prosperos kaum älter als Miranda gewesen war, wollte Prospero nichts Böses tun. Er wollte ihn sogar seine Tochter zur Frau geben. Der Kampf und Streit der Väter sollte nicht von Geschlecht zu Geschlecht weiter toben. Er sollte in der Liebe der beiden Kinder überwunden werden. Aber die Liebe musste tief und beständig sein. Darum wollte Prospero erst den Sinn des Prinzen prüfen. Ferdinand hatte lange Zeit die Hände betrübt ineinander geschlungen, auf einem Felsblock am Strand gesessen und um seinen Vater getrauert. Da war plötzlich ein wunderbares Lied erklungen, in das sich seltsame Stimmen gemischt hatten, die Hunde bellen und Hahnenkrähen ähnelten und sich doch sonderbar lieblich und angenehm anhören ließen. So zauberhaft täuschte diese Musik, dass sie Ferdinands grimmes Herzweh dämpfte, und er stand auf, um ihrem Ursprung nachzugehen. Er dachte nichts anderes, als dass ein mächtiger Geist diese auf Erden noch nie gehörten Klänge erschaffen habe, und als er dem unsichtbar singenden Ariel folgend zu Prosperos Klause gelangte und plötzlich Miranda, die Wunderbare, erblickte, die eben aus ihrer Ohnmacht erwacht war, glaubte der Prinz, dies zauberhafte Wesen, das schöner war als jedes andere Mädchen, sei eben jene unirdische Göttin der Musik. Miranda wiederum, die ja außer ihrem Vater 12 Jahre lang kein menschliches Wesen gesehen hatte, war so erstaunt über den edlen Wuchs und die Schönheit des Prinzen, dass sie ihn für den obersten Fürsten der Geisterwelt hielt. So standen sie und sahen einander voll Ehrfurcht und Bewunderung an. Ja, es schien, als wollten sie die Augen tauschen, doch als sie miteinander zu sprechen begannen und einer vom anderen erfuhr, dass er kein Geist, dass er vielmehr ein Mensch aus Fleisch und Blut sei, zog zur Bewunderung bald auch die Liebe in ihr Herz. Prospero aber trat ungestüm zwischen die beiden und beschuldigte Ferdinand, Spion zu sein, der die Insel auskundschaften wolle, um sie mit Krieg zu überziehen. Ferdinand widersprach und wollte von seinem Missgeschick berichten, doch Prospero schnitt ihm das Wort auch ab und erklärte den Prinzen kurzerhand zu seinem Gefangenen, ihm Seewasser als Trank, Gras und Eicheln als Nahrung und schwere Arbeit in Ketten, sein künftiges Leben lang als Los verheißend. Der Prinz griff zum Schwert, allein ein Zauber lähmte seine Glieder. Hilflos musste er Prospero folgen, der ihn zu einem Waldstück hinter der Klause führte und ihn dort gefällte Bäume und gerodete Stuppen zu stapeln befahl. Vergebens bat Miranda ihren strengen Vater um Gnade. Ferdinand aber schien selbst die härteste Arbeit und der schwerste Kerker ertragbar, wenn er nur Miranda nah sein konnte. Ja, seine Liebe zu ihr war so groß, dass sie die Trauer um den totgeglaubten Vater, die Ariels Musik schon gelindert hatte, vollends überwand. Alonso indes war voll Trauer und Schmerz fast von Sinnen. Er hockte verstört auf seinem goldbestickten Mantel und wies alles Bemühen seiner Höflinge, ihn zu erheitern und zu trösten, mit einer verzweifelten Geste ab. Mein Sohn, was für ein Meerfisch hat dich nur verschlungen, jammerte er immer wieder und schlug sich dabei mit der Faust an die Brust. Sein Jammern verdross Sebastian, der lieber Abenteuer auf der Insel erleben wollte. Ihr seid ja selbst schuld am Tod eures Sohnes, Bruder König, sagte er. Hättet ihr eure Tochter Claribella nicht nach Afrika verheiratet, so werden wir nicht übers Meer zu fahren brauchen. Und wären wir nicht übers Meer gefahren, hätte der Prinz nicht ertrinken müssen. Das war grob gesprochen und der edle Gonzalo verwies Sebastian solche Reden. Vielleicht ist es sogar ein Glück, dass wir auf diese Insel gelandet sind, sagte er. Seht nur, wie üppig ringsum die Natur gedeiht. Ohne Arbeit und Schweiß könnten wir ihre Früchte ernten. Wir brauchten auch keine Schwerter und Geschütze mehr, uns des Feindes zu erwehren. Es gäbe weder arm noch reich und alle lebten wir brüderlich. Ja, und hüpften wie die Affen von Palme zu Palme, sagte Sebastian. Alle außer Alonso und Gonzalo mussten lachen. Spottet nicht, rief Gonzalo.
Hier finden wir alles zum Leben Nötige. Ja, ausgenommen Lebensmittel, sagte Antonio. Ich bitte euch, schweigt, gebot König Alonso. Er hatte sich müde geweint, die Augen fielen ihm zu und er sank in Schlaf. Die anderen Herren, ermattet von Gefahr und Abenteuer, folgten seinem Beispiel. Nur Antonio und Sebastian blieben wach. Und als Antonio die arglos Schlafenden beschaute, kam ihm ein fürchterlicher Gedanke. »Prinz Ferdinand ist tot, daran kann kein Zweifel sein«, begann er zu reden. »Ja, er ist hin«, sagte Sebastian zerstreut. »Wer wäre dann der nächste Erbe des Königsthrons?«, fragte Antonio. »Prinzessin Claribella, wer sonst?«, entgegnete Sebastian. »Die lebt im afrikanischen Tunis, und Tunis ist weiter weg als der Mond«, sagte Antonio. Sebastian zog die Luft durch die Zähne. Er begann zu verstehen. »Wenn nun der König tot wäre, wäret ihr denn nicht sein Nachfolger?«, fuhr Antonio fort. »Der König ist aber nicht tot, er schläft nur«, sagte Sebastian. »Aber ist der Schlaf nicht so gut wie ein Tod?«, fragte Antonio. »Der Schlaf hat ihn jäh übermannt, sein Bewusstsein ist geschwunden, er liegt wie tot. Könnte ein längerer Schlaf ihn nicht ebenso übermannen? Liegt es nicht an einem Streich eures braven Schwerts, sein Schlafen in die Ewigkeit zu verlängern und euch so zum König zu machen?« Sebastian biss sich auf die Lippen. »Er ist mein Bruder«, sagte er. »Oh, was tut das?« antwortete Antonio, »habe ich nicht auch einen Bruder ins Nichts geschickt und dessen Krone erworben?« »Und? Plagt euch deshalb euer Gewissen nicht?« fragte Sebastian. »Oh, Herr, wo sitzt das?« sagte Antonio lachend. »Habt ihr Frost in der Ferse, müsst ihr Wollsocken tragen. Doch von einem Frost im Gewissen habe ich mein Leben lang noch nicht verspürt. Oder kennt ihr einen Körperteil, der Gewissen heißt?« Sebastian blickte dem schlafenden Alonso ins bleiche Gesicht. Dann nickte er. »Du wirst den Todesstoß nach dem König führen, Antonio«, sagte er. »Dafür sollst du zeitlebens von deinem Tribut befreit sein. Ich will indes diesen unersprießlichen Schwätzer Gonzalo erledigen. Die anderen Herren werden unsere Tat dann schon hinnehmen wie eine Katze die Milch.« So zogen sie die Schwerter und wollten zum Todesstoß ausholen. Doch Ariel, der unsichtbar in den Lüften geschwebt hatte, war Zeuge ihres Gesprächs gewesen. Und in dem Augenblick, da die beiden den blanken Stahl erhoben, in den Händen hielten, rief er den anderen unhörbar Gonzalo ins Ohr. »Verrat! Habt Acht! Erwacht! Erwacht!« Gonzalo fuhr aus dem Schlaf und schrie auf, als er die beiden mit gezücktem Schwert vor sich sah und dem König schlafend neben ihm. Nun schragen auch die anderen aus dem Schlaf. »Was steht ihr hier mit blankem Schwert und stieren Blicken?« fragte König Alonso. »Wir warten über euren Schlaf, Herr«, antwortete Sebastian. »Da brach ein Brüllen aus, wie Löwen gebrüllt, rum griffen wir zum Schwert.« »Ganz recht, ein Gebrüll wie sieben hungrige Löwenherden«, sagte Antonio rasch. »Seltsam, ich habe nichts gehört«, sagte Alonso. »Ihr schlieft sehr tief, Herr Bruder«, versetzte Sebastian. »Ich hörte ein seltsames Summen, das mich weckte«, murmelte Gonzalo. »Ein Lärm muss das gewesen sein.« Auch er hatte sein Schwert gezogen und die anderen taten es ihm gleich. So gingen sie weiter, die Insel abzusuchen, ob sich nicht vielleicht doch eine Spur von Prinz Ferdinand fände. Voran schritt der König, und die, die ihn hatten morden wollen und ihre Absicht noch nicht aufgegeben hatten, schritten hinter ihm mit gezogenem Schwert. Dies aber waren nicht die einzigen Mörder, die sie auf der Insel herumtrieben, denn noch einer wollte ja König werden. Und wer? Der Erdkloß Caliban. Prospero hatte, als der Sturm vorüber war und er nun Ferdinand in Mirandas Nähe wusste, den Caliban aus dem Stein gelassen und ihm den Auftrag gegeben, Holz zu holen und sich dabei zu beeilen, wenn ihn nicht Stachelschweine und Igel stechen sollten. Mürrisch und Prospero verfluchend trottete der Kloß, einen Mantel über die Schulter geworfen, dahin. Als er gerade über die Steinhalde schritt, sah er plötzlich eine seltsame Gestalt auf sich zukommen. Sie trug Hosen und Wams, die zur Hälfte gelb und zur anderen Hälfte rot gescheckt waren.
Die Schuhspitzen waren wie Schiffsschnäbel aufwärts gebogen und endeten in einer himmelblauen Bommel, und die Kopfbedeckung bestand aus drei lang herabhängenden grünen Schlappohren, an denen silberne Glöckchen baumelten. Es war dies Trinkolo, der Hofnarr Alonsos. Caliban aber glaubte, er sei ein strafender Geist, den Prospero ihm wegen seines grässlichen Fluchens auf den Hals gehetzt habe. Er warf sich platt zu Boden und kroch unter den Mantel, damit der Geist ihn nicht erspähe. Trinkolo sah ihn auch nicht. Er starrte zum Himmel, wo schwarz wie ein alter Schlauch noch eine versprengte Wolke hing. Und wie er so schritt und zum Himmel starrte und zugleich überlegte, wo er sich beim Ausbruch des Gewitters verstecken könne, stolperte er über den liegenden Caliban. »Zum Teufel, was ist das?« dachte Trinkolo. »Es sieht aus wie ein Mensch und es stinkt wie ein Fisch. Es wird wohl ein verfaulter Labadan sein.« Caliban rührte sich nicht. Trinkolo schnupperte an ihm herum. »Ich will dieses Monstrum mit nach der Hauptstadt nehmen und in den Schaubuden für Geld zeigen. Da werde ich bald ein reicher Mann«, dachte er. Da brach der Donner aus der Wolke. Trinkolo war kein Held, und vom Gewitter hatte er die allergrößte Angst. Was sollte er tun? Er hielt sich die Nase zu und kroch unter Calibans Mantel und blinzelte zur Wolke hinauf. So lagen sie da, ein unförmiger Leib und an jedem seiner Enden ein Kopf, schwarz und glotzend der eine und blau und glöckchenklingelnd der andere. Da plötzlich stolperte noch einer über sie. Es war Stefano, der Koch, der ein Seemannslied trällernd kräftig seiner Flasche zusprechen, von der anderen Seite der Felsnase her heraufgekommen war. Mit Schwung fiel er auf Calibans Bauch. »Plag mich nicht! Plag mich nicht, böser Geist! Ich komme ja schon!« schrie Caliban. »Teufel«, sagte Stefano verwundert, »was ist das? Zwei Köpfe, vier Beine, ein vierbeiniges Ungeheuer! Ich will es nach der Hauptstadt mitnehmen, dort zur Schau stellen, da werde ich viel Geld daran verdienen. Heisa, das bin ich doch für ein Glückspilz!« Caliban stöhnte vor Angst. »Es scheint mir am Verenden zu sein«, sagte Stefano zu sich. »Ich will ihm eine Stärkung geben.« Er nahm die Flasche, steckte sie Caliban in den Mund und ließ den süßen Wein in den gierig schluckenden Rachen rinnen. Caliban trank in vollen Zügen. So etwas Herrliches hatte er noch nie getrunken. Es schmeckte süß und zugleich nach Feuer. Es flammte in den Adern und flammte im Kopf. Es machte stark und machte verwegen. Es war wohl wirklich ein Zaubertrank. »Nun will ich dein anderes Maul auch was geben«, sagte Stefano, und da erdeckte er die Narrenmütze. »Ein närrisches Ungeheuer«, schrie er auf, und dann erkannte er seinen Kumpan. »Bist du's, Trinkolo?« fragte er verwundert. »Bist du's, Stefano?« fragte Trinkolo, nicht minder erstaunt. »Ich bin's«, sagte Stefano. »Wie aber kommst du hierher? Hat das Mondkalb dich gefressen und wieder von sich gegeben? Kann es Trinkolos kacken? Wie war es denn in seinem Bauch?« »Oh, Stefano«, sagte Trinkolo und kroch aus dem Mantel. »Zwei Neapolitaner gerettet, oh Stefano!« Sie sprangen auf und fielen einander in die Arme und lachten und schlugen sich auf Schultern und Rücken. Und auch Caliban wickelte sich aus seinem Mantel und fiel vor Stefano auf die Knie. »Du hast mir einen Himmelstrank gegeben, du sollst mein Gott sein, und ich will dir ewig dienen«, kollerte er. Trinkolo und Stefano aber waren so sehr von der Freude des Wiedersehens gepackt, dass sie auf Caliban nicht achteten. Da packte Caliban Stefanos Mantel und zerrte daran und beteuerte ununterbrochen, er wolle jedem Wink seines Herrn gehorchen, ihm Eier aus den Hähernesteln holen, Holzbirnen pflücken, Trüffeln mit seinen langen Nägeln aus dem Boden graben, Meerkatzen fangen und junge Möwen jagen. Und als Stefano die plumpe Gestalt Calibans betrachtete und sich vorstellte, wie dieser ungeschlachte Geselle hinter den flinken Meerkatzen einherhüpfte, musste er so lachen, dass er sich den Bauch hielt. »Hier, Mondkalb, küsse die Flasche«, rief er und schob sie Caliban in den Mund. Der grunzte und fasste sie mit beiden Händen und sog und sog und wurde schließlich vollends betrunken und vergaß, dass die luftigen Geister immer in seiner Nähe waren und ihn beobachteten und belauschten.
»Wir wollen Herren der Insel sein«, schrie er und begann, um die beiden herumzutanzen. »Ich will euch zeigen, wo der Beherrscher dieser Insel, Prospero, wohnt. Ihr könnt ihn dann töten und seine Zauberbücher berauben. Dann werden uns alle Geister hier dienen.« Noch einmal sog Caliban an der Flasche. Sein Kopf begann zu glühen, die Zunge wohl geschwätzig und schwer zugleich, und er brüllte: »Ich führe dich hin zu ihm, wenn er im Schlaf liegt. Du kannst ihn dann erwürgen oder ihm den Schädel einhauen oder mit einem Pfahl durchbohren oder ihm die Kehle abschneiden. Und dann werden wir frei und herrschen über alles Getier und die verfluchten Geister und über seine Tochter Miranda.« »Ist sie hübsch, diese Miranda?« fragte Stefano und strich sich seinen Schnurrbart. »Oh Herr, sie ist noch viel schöner als meine Mutter, die Sykorax, die doch die allerschönste Hexe war«, beteuerte Caliban. »So, lass uns gehen«, sagte Stefano. »Ich werde König. Trinculo und Caliban ernenne ich zu Vizekönigen. Das wird ein lustiges Regiment.« »Ich will euch täglich die Schuhe lecken«, kreischte Caliban und schielte wieder nach Stefanos Flasche. »Ich will euch täglich die Schuhe lecken, euer Sklave sein, wenn ich nur jeden Tag von der Wunderflasche trinken kann.« In diesem Augenblick begann in den Lüften ein liebliches Rauschen, dazu ein lustiges Trommeln und Pfeifen, so dass Stefano und Trinculo verwundert aufsahen. »Ängstigt euch nicht«, sagte Caliban, »dieser Lärm ist immer auf der Insel. Das sind nur die Luftgeister, die hier rumoren.« Und wirklich, es waren Boten aus Aries Schar, die Calibans mörderische Worte mit angehört hatten und die nun zu Prospero eilten, ihm alles getreulich zu berichten. »Das wird ein lustiges Königreich, wo ich meine Musik umsonst habe«, rief Stefano begeistert, und dann befahl er: »Vorwärts, Vizekönige, dem Trommler nach!« Und sie zogen dahin, vorn weg der torkelnde Caliban, dahinter der schnaufende Trinculo und am Schluss Stefano, dessen Beine im Takt der Trommeln und Pfeifen zu stampfen begannen. Und Caliban grölte: »Will nicht mehr Fischfänger sein und Feuerung holen, wie's befohlen, noch die Teller scheuern rein. Bahn, Bahn, Caliban hat zum Herrn nun einen besseren Mann.« So zogen sie zu dritt dahin, der Trommel nach, geradewegs einem Sumpf entgegen, an dessen anderem Saum der König mit seinem Gefolge sich gelagert hatte. Caliban sang unentwegt sein Lied, und als er, vollkommen berauscht, nicht mehr singen konnte, lallte er noch: »Freiheit, Freiheit«, und plumpste dann kopfüber in den grünen Schlamm. Am anderen Rande des Sumpfes hatte sich indes Alonso mit seinem Gefolge niedergelassen. Die Herren waren erschöpft, ihre Lungen keuchten und ihre Beine trugen sie nicht mehr. Dabei waren sie nicht weit gewandert, doch Schmerz und Gram lastete wie schwere Bürde auf ihnen und hatten sie zu Boden gedrückt. Allein Sebastian und Antonio hatten ihre Sinne noch scharf gehalten. Sie dachten noch immer daran, ihren Anschlag auf das Leben des Königs auszuführen. Darum redeten sie Alonso zu, sich hinzustrecken und auszuruhen. Sie wollten seinen Schlaf getreu bewachen, sagten sie, und dabei zwinkerten sie einander unmerklich zu. Der König nickte. Er war nun überzeugt, dass Ferdinand ein Opfer des Sturms geworden, und er dachte, im Schlaf ein wenig vergessen zu finden. Auch er war schwach vor Hunger und Durst. Zwar hingen Holzbirnen und Nüsse in den Kronen der Bäume, aber keiner der Herren hatte gelernt, sie zu schütteln oder zu pflücken. So streckten sie sich mit knurrenden Mägen zur Ruhe aus. Da ertönte mit einem Male eine feierliche Musik, und ein Reigen seltsamer Gestalten, hüftabwärts Vögel, hüftaufwärts Menschen, stellte einen Tisch auf den Waldgrund und häufte die erlesensten Gerichte auf: Wildbret, Pasteten, gebratene Fische, Torten, Zuckerwerk, Früchte und würzigen Wein. Dann luden die Fabelwesen mit freundlichen Gesten, denn all dies geschah völlig stumm, Alonso und sein Gefolge zum Platz nehmen an der prangenden Tafel ein und verschwanden, als hätten sie sich in Luft aufgelöst. Alle waren vor Staunen starr und sahen verwundert auf die lockende Mahlzeit, und dennoch wagten sie, ein Hexenwerk fürchtend, nicht zuzugreifen.
Und sie hätten noch lange so gestarrt und gestanden, wenn nicht Sebastian den Bann gebrochen und gesagt, gesagt hätte: Hexerei hin, Hexerei her, unsere Magen knurren, Herr König, greift zu! Alonso wollte sich weigern zu essen, doch Gonzalo machte ihm Mut und so nahmen sie den Platz. Alonso in der Mitte, neben ihm zur rechten Sebastian und zur linken Antonio, und hinter ihnen, wartend, bis die Gebieter gespeist hatten, stand ungeduldig das Gefolge mit knurrendem Bauch. Alonso zückte gerade die Garde nach einem Wildschweinrücken. Da rollte ein Donner über den Himmel. Ein Blitz fuhr herab und auf den spitzen Zacken des Blitzes ritt eine Harpie, ein menschengroßer Vogel mit Eisenkrallen an den Füßen und einem Wolfskopf auf dem gefiederten Rumpf. Es war dies Ariel, der sich um Prosperos Rache willen in diese widerwärtige Gestalt verwandelt hatte. Er sprang mit einem Satz zwischen die goldenen Schüsseln mit Braten und Früchten, fegte mit einem einzigen klatschenden Schlag seine Flügel die köstlichen Speisen weit in den Sumpf und schrie den drei entsetzten Missetätern, die aufgesprungen waren, mit hallender Stimme das Strafgericht zu. »Nicht länger mehr taugt ihr, unter Menschen zu leben«, donnerte Ariel. »Die Elemente selbst, der Sturm und die See, haben sich ob eurer Verbrechen empört und euch auf diese öde Insel gespien, wo Gram und Grauen ohne End eure Seelen verzehren, wird wie ein schleichendes Gift.« Antonio, Alonso und Sebastian zogen, da sie dieses furchtbare Urteil hörten, die Degen und hieben nach der Harpie. Allein das wolfsköpfige Wesen lachte gellend und siehe, selbst die wütendsten Streiche durchglitten sein Leib wie Luft. »Verwirrt sei euer Sinn, lahm euer Arm«, rief die Harpie. Da wurden den Herren die Waffen so schwer wie Blei. Die Arme sanken kraftlos nieder und die Degen klirrten auf den Grund. »Entsinnt euch euer Verbrechen, ihr Sündenmänner«, sprach Ariel feierlich. »Entsinnt euch der Untat an Prospero und seinem unschuldigen Kind.« Reglos, die Glieder gelähmt, die Sinne von Schauder empfangen, stand das Gefolge. König Alonso aber senkte tief sein Haupt. Es war ihm, als dröhne das Meer, der Donner und sein Widerhall in den Wäldern unablässig den Namen Prospero. Das waren schon nicht mehr Ariels Worte, das war die Stimme des Gewissens, die mahnend rief. Er wollte sich die Ohren zustopfen, aber seine Hände versagten ihm den Dienst, und hätte er sich die Ohren gleich zustopfen können, die Stimme in seinem Herzen hätte weiter getönt. Noch einmal klatschte die Harpie mit ihren Flügeln, dann fuhr sie in die Lüfte, so als schlage ein Blitz von der Erde zum Himmel empor. Zugleich erschien ein Schar zäglicher Wesen mit Teufelsfratzen, die den leergefegten Tisch von dannen trugen, und als sie verschwunden waren, war auch der Bann gelöst, und die Herren waren wieder ihre Gliedmaßen mächtig. Ihre Sinne jedoch blieben in Verwirrung. Alonso stand wie im Krampf. Seine Kinnbacken malten aufeinander, die Zähne knirschten, sein Gesicht war schrecklich verzerrt. In seinen Ohren dröhnte der Name Prospero. Von den Augen des guten Gonzalo strömten die Tränen wie Tropfen von schmelzendem Eis. Eine Weile herrschte tiefes Schweigen. Dann fuhr Alonso plötzlich auf und stürzte mit dem Ruf: »Mein Sohn, mein Sohn, ich folg dir ins Grab«, der Küste zu. Gonzalo und sein Gefolge eilten ihm nach. Antonio und Sebastian aber bückten sich nach ihrem Degen. Ihr getrübter Geist gaukelte ihnen in jedem Schmetterling und jedem Grashalm einen Feind vor, und so rannten sie wilde Streiche nach Busch und Baum und in die Lüfte führend den Wald hinab, den Herrn der Insel zu suchen und zu töten. Und ganz in ihrer Nähe, mitten im Sumpf, patschte die Triefen mit triefendem Wams und lallender Zunge die andere Mörderschar. Ariel war zu Prospero geeilt, um ihn zu warnen, da Calibans Schar beinahe die Klause erreicht hatte, doch Prospero gebot Ariel, still zu sein. Er hatte den ganzen Tag über Ferdinand und Miranda nicht aus den Augen gelassen, er hatte voll Freude gesehen, wie eifrig der Prinz der harten, seinen verwöhnten Gliedern so fremden Arbeit nachgegangen war und wie rührend Miranda sich bemüht hatte, mit ihren zarten Händen dem Prinzen beim Schleppen der schweren Kloben zu helfen. Diese Liebe, so dachte Prospero, würde fest sein und auch in Prüfungen dauern. Und so trat er dann zu den beiden, die längst schon entschlossen waren, ihr künftiges Leben gemeinsam zu verbringen, und wenn sie in einem hohlen Fass von der Insel hätten entfliehen müssen.
All deine Plagen waren nur eine Prüfung deiner Liebe, und du hast die Probe wunderbar bestanden, sprach Prospero zu Ferdinand und legte dessen Hand in die Hand Mirandas. Möge in eurer Liebe der Streit der Väter überwunden sein, sagte er. Da beide Hände sich berührten, hob eine sanfte Musik zu tönen an, und in feierlichen und doch anmutig leichtem Schritt traten drei hohe Feen vor das Brautpaar hin. Die eine, Ceres, die Behüterin der fruchtbaren Natur, war in einen grünen Mantel gehüllt, und in ihrem vollen Haar prangte eine Krone aus Klatschmohn und Korn. Die zweite, Iris, die Himmelsbotin, trug einen Mantel aus 7 Farben, dem schimmernden Bogen gleich, der beim Regen vor der Sonne steht. Und Juno, die dritte, die höchste der Feen, war in ein leuchtendes Gewand aus Purpur gekleidet und trug eine Krone aus Gold auf ihrem Haupt. Sie waren gekommen, dem jungen Paar zu huldigen und ihm ein gutes Wort für das gemeinsame Leben mitzugeben. Iris, die Regenbogenfarbene, schilderte das Glück der friedlichen Arbeit in Flur und Hain. Ceres pries die Schönheit und die Anmut der Menschenerde, und Juno segnete Bräutigam und Braut. Dann winkte Iris in die Winde, und es erschienen goldäugige Wasserfeen und braungebrannte, festlich gekleidete Schnitter und vereinigten sich zu einem fröhlichen Tanz. Es war ein Bild bezaubernder Harmonie, und die hohen Feen breiteten lächelnd ihre Arme aus. Da plötzlich verwirrte sich die Musik zu einem seltsam dumpfen und grollenden Getöse. Die Tanzenden wankten und verschwanden. Die Züge der Feen wurden finster, dann entwichen auch sie. Die Mörder waren bei der Klause angekommen. Stefano, Trinculo und Caliban hatten den Sumpf, in den Ariel sie gelockt hatte, durchwatet und trieften nun, da sie hinter der Klause auftauchten, vor stinkender Nässe. Ihre Glieder waren von Disteln und Dornen zerschunden. Die Teller und Flaschen, die von Ariels mächtigem Flügelschlag in den Sumpf geklatscht worden waren, hatten ihnen blaue Flecken auf Wangen und Nasen geschlagen. Sie waren zerschrammt am ganzen Leib, doch ihre Augen glühten in der trunkenen Wut. »Unsere Mühe hat sich gelohnt. Wir sind am Ziel«, flüsterte Caliban und wies auf die Klause. »Hinter dieser Tür liegt das Vieh Prospero im Schlaf«, zischte er. »Nun tu den guten Streich, mein König, und Caliban wird dir für alle Zeiten ein treuer Stiefellecker sein.« Leise, so leise, wie er mit seinen plumpen Händen nur konnte, klinkte Caliban die Tür der Klause auf und lugte hinein. Die Klause war leer. Nur Prosperos Königsgewänder lagen über dem Boden verstreut. Caliban knurrte einen wilden Fluch der Enttäuschung und wollte die Türe wieder schließen. Doch Trinculo hatte die goldgewirkten Gewänder bereits erspäht und stieß einen gellenden Jubelschrei aus. »O König Stefano«, rief er begeistert, »sieh doch, welch eine Garderobe hier für uns liegt!« »Still«, zischte Caliban, »du schreist uns ja die Pest an den Hals.« Aber Trinculo war nicht zu halten. Im Nu hatte er den Königsmantel über sein geschecktes Narrengewand gezogen und stolzierte nun wie ein Pfau in der Zelle umher. Und nun drängte auch Stefano in die Klause und starrte begierig auf Trinculos Pracht. »Der Mantel gehört mir, ich bin hier König«, schrie er und fuchtelte mit der Faust. Trinculo machte eine tiefe Verbeugung, und da er betrunken war, rutschte er aus und fiel hin. »Ihr sollt den Mantel haben, Majestät«, lallte er, und er versuchte im Sitzen ihn abzustreifen. Caliban indes knirschte mit den Zähnen vor Wut. »Vertut die kostbare Zeit doch nicht mit solchem Plunder«, zeterte er. »Das alles wird ja uns gehören, wenn der alte Schnarcher erst unterm Rasen liegt.« »Ah, schweigendes Gebruder, hilf uns lieber tragen«, brüllte Trinculo, der sich wieder aufgerappelt hatte und Wämser und Mäntel, Hosen, Hemden und Hüte zu einem ungeheuren Bündel zusammentrug. »Wenn Prospero uns entdeckt, verwandelt er uns in Affen oder Gänse oder andere Ungeheuer«, schrie Caliban voll Angst. Und da begannen auch schon die Peitschen zu knallen. Eine Koppel Hunde, von Ariel und Prospero angetrieben, brach bellend und beißend herein und stürzte sich mit grimmen Zähnen auf die ungebetenen Gäste. Die stoben davon. Caliban hatte beim ersten Peitschenknall schon die Flucht ergriffen. Ihm folgte Stefano in den Krönungsmantel, über den er bald stolpern sollte, gewickelt, und hinterdrein torkelte Trinculo, das gestohlene Gut, mit beiden Armen an den Leib gepresst, als trüge er einen zweiten Bauch. »Zwickt sie und zwagt sie«, rief Prospero den Hunden Ariels abermals
verwandelten Luftgeistern zu. Und während die drei von der Meute gehetzt wieder in den Sumpf plumpsten, wandte sich Prospero mit finsterer Miene an den Elfenkönig. »Ist es nicht furchtbar?« fragte er, und in seiner Stimme klang mehr bittere Scham als Zorn. »Ist es nicht furchtbar, wie Menschen sich ihre Würde begeben können? Der eine spreizt sich im Königs- und Krönungsornat und erfreut sich einer edlen Gestalt und ist doch weniger als ein Tier. Der andere hat sein Menschwesen im Wein ertränkt und ist zum Bruder eines Pavians geworden. Und der beste von den dreien ist noch Caliban, der Sohn einer Hexe und eines Teufels, der nie ein richtiger Mensch war und es wohl auch niemals werden wird.« Das Bellen verhallte. Ariel sah Prosperos finstere Stirn und seufzte tief. »Nur diesen Dienst noch, mein Herzens-Ariel, dann bist du frei«, sprach Prospero, »und nun geht mein Plan ins Ziel. Alle Feinde sind mit Wahnsinn geschlagen in meiner Hand, und nun will ich sie plagen und plagen und plagen bis zum Gebrüll.« Wieder seufzte Ariel. »Ein Weilchen noch Geduld, allerliebster Geist, dann ist die Freiheit für immer dein«, bat Prospero. Ariel aber seufzte ein drittes Mal und sprach, »Mich schmerzt nicht, dass ich dir noch diene. Mich schmerzt, dass dein Dienst mich, Menschen zu plagen, zwingt.« »Es sind Unmenschen«, sagte Prospero hart. »Nun sind es nur noch Elende«, sagte Ariel, und er schilderte Prospero mit den beredtsten Worten Alonsos und des guten Gonzalos Tränenströme, Sebastians und Antonios hirnverbranntes Wüden gegen Blumen und Schmetterlinge, und den trostlosen Trübsinn des Gefolges. Es war ein Bild des Jammers und des Grauens, das Ariel malte, und dennoch, so schien es, rührte es nicht Prosperos harten Sinn. »Ach, Herr«, sprach Ariel, »mein Wort ist zu schwach, alle Leiden der Ärmsten zu schildern, doch wenn ihr sie leibhaftig sehen würdet, erweichte sich euer hartes Gemüt.« »Glaubst du das wirklich?« fragte Prospero. »Wär ich ein Mensch, meins würde sich erweichen«, sagte Ariel. Lange schwieg Prospero und sah aufs Meer hinaus. »So fühlst du, der du doch nichts als ein Hauch aus Traum und Luft bist, menschlicher als ich, der ich ein Mensch bin«, sagte er dann leise, als spräche er zu sich selbst. Dann schwieg er wieder. Und plötzlich verließ der Zorn und die Bitterkeit seine Züge, und er sprach, »Ich will Ihnen verzeihen, wenn Sie nur reuig sind.« Ariel jauchzte, ja, als er das hörte, und schoss schneller als eine Schwalbe zum Lindenwäldchen, wo die verwirrte Schar sich in müder Ohnmacht gelagert hatte. Prospero aber ließ alle Geister, die ihm dienstbar waren, sich um ihn versammeln und sprach dies zu ihnen. »Mit eurer Hilfe, zarte und doch so mächtige Elfen, die ihr von den Hügeln, Bächen und Hainen stammt, die ihr im Nebel tanzt und die heilkräftigen Pilze nächtens aus dem Boden lockt, mit eurer Hilfe war mir Macht gegeben, über Donner und Blitz zu gebieten, das Meer in Stürmen aufzurühren, Eichen zu spalten und Felsen zu erschüttern, ja sogar die Toten aus ihren Grüften und Gräbern zum Licht des Tages zurückzuzwingen. All diesen Künsten will ich nun entsagen. Der Mensch braucht sie nicht, um Mensch zu sein. Nur einmal helft mir noch mit heilender Musik beim größten Werk. Helft mir, den Sinn von Menschen zu wandeln, die einstmals böse waren. Ist dies erreicht, entlasse ich euch aus meinen Diensten. Meinen Zauberstab aber will ich zerbrechen und samt Buch und Mantel in die tiefste Tiefe der See versenken. Denn wehe der Menschheit, wenn eine böse Macht, ähnlich der Hexe Sykorax, sich solcher Künste bemächtigte. Sie sprengte vielleicht die Erde auseinander und schleuderte die Menschheit ins Verderben. Nach meinem letzten Werk sollen Mantel, Stab und Buch vernichtet sein.« Dann nahm er seinen Zauberstab und zog einen magischen Kreis. Musik klang auf und zugleich nahte Jammern und Klagen. Es war die Schar der kranken Seelen, die Ariel nun in den Zauberkreis führte. Alonso, Antonio und all die anderen starrten Prospero mit blöden Blicken an, doch keiner erkannte ihn. Erschüttert blickte Prospero auf die Geschlagenen, die mit ihrem dumpfen Sinn nicht mehr sie selbst und einem Auerochsen ähnlicher denn einem Menschen waren.
Dann bat er Ariel, ihm Krone und Degen zu bringen. Als König stand er nun vor denen, die einst seine Feinde gewesen waren. Ein letztes Mal erhob er seinen Zauberstab. Der Bann fiel ab und die verwirrten Gemüter wurden mit einem Male heil. Alonso schrie auf, da er Prospero mit Degen und Krone erblickte. Er glaubte, er sei in einen noch furchtbaren Wahn verfallen und sehe ein Gespenst vor sich. Zitternd fiel er auf die Knie, aber Prospero beugte sich nieder und zog ihn zu sich empor. Da fühlte Alonso, dass Prospero kein Gespenst war, sondern ein Mensch aus Fleisch und Blut. Prospero aber sprach: Ihr habt durch eure bittere Reue eure Schuld gebüßt, König Alonso. Ich will euch von Herzen gern verzeihen. Zuerst aber lasst mich den Edelmann aus eurer Mitte ehren, dem das höchste Lob von allen gebührt. Mit diesen Worten trat er zu Gonzalo und drückte ihn an seine Brust. Zu Antonio aber, dessen Sinne noch verhärtet waren wie je, sagte er: Auch euch will ich nicht länger mehr strafen, obgleich ihr unnatürlich und eines Bruders höchst unwürdig gehandelt habt. Das Königreich aber bleibt nicht in euren Händen, auch werdet ihr kein Mitregent mehr sein. Antonio senkte, von Scham und Wut übermannt, das zornrote Haupt, doch er wagte Prospero nicht einmal zu widersprechen. Ebenso schwieg Sebastian. »Höchst segensreiche Stunde«, rief der gute Rat Gonzalo. »Um wie viel segensreicher noch könnte mein Ferdinand an unserer Seite weilen«, sprach Alonso traurig. »Ja, so habt ihr euren Sohn verloren, König Alonso«, fragte Prospero mit heimlichem Lächeln. Alonso erzählte den Hergang des Sturms. »So habt ihr euren einzigen Sohn verloren, und ich meine einzige Tochter«, sagte Prospero und öffnete die Klausentür. Am Tisch saß der totgeglaubte Ferdinand und spielte Schach mit Miranda, und beide waren so in das edle Spiel vertieft, dass sie nicht hörten, wie die Klause sich öffnete. Erst beim Freudenschrei Alonsos fuhr Ferdinand auf, und nun lagen die beiden Totgeglaubten einander in den Armen. Miranda aber sah entzückt auf die Gäste. Sie hatte geglaubt, Ferdinand sei eine unvergleichliche Erscheinung, und nun sah sie, dass alle, die Menschenantlitz trugen, schön waren, sogar die Missetäter. Und sie, die insgeheim ein wenig getrauert hatte, die geliebte Insel der Elfen verlassen zu müssen, freute sich nun, künftig unter Menschen zu sein. »Wie schön der Mensch doch ist«, rief sie verzückt. »In solch einem schönen Haus sollten nur gute Geister zu wohnen begehren.« So war denn mit Ariels Hilfe alles zum guten Ende geführt. Das Flaggschiff lag unversehrt in der Bucht, das Schiffsvolk erwachte aus seinem tiefen Schlaf und fand eine reich besetzte Tafel mit Speise und Trank zu seiner Labung. Und auch in Prosperos Klause saßen die Herren beim frohen Mahl. Und weil die Klause so klein war, saß ein Teil draußen auf dem Rasen vor dem Lindenwäldchen. Ariel und sein Volk schwamm selig in der Freiheit der Lüfte. Ach, und Stefano, Trinculo und Caliban? Ah, da kommen sie ja schon, japsend und jammernd aus dem Sumpf gehumpelt, die Hosen von den Hunden zu Lumpen gefetzt. »Nun, Freunde, die ihr hier auf der Insel König hattet werden wollen, was fangen wir mit euch an?« fragte Prospero. »Dieser Labadan da, den man als Monstrum auf dem Markt verkaufen könnte, wollte ein König sein?« fragte Sebastian aus vollem Hals lachend und wies mit dem Finger auf Caliban. »Manch einer hoffte, durch einen Mord zur Krone zu kommen«, sagte Prospero und sah Sebastian durchdringend an. Sebastian konnte diesen Blick nicht ertragen. Er und Antonio standen auf und verließen die Klause. Beide vermieden seitdem, Prospero in die Nähe zu kommen. Vielleicht war die Scham der Anfang ihrer Reue, und vielleicht werden auch sie noch erfahren, wo das Gewissen im Menschen sitzt. Caliban, Stefano und Trinculo waren indes vor Prospero auf die Knie gesunken und hatten um Gnade gefleht. War den großen Missetätern vergeben worden, konnten die Kleinen wohl nicht bestraft werden. Und da sie versprachen, sich zu bessern, hieß Prospero, sie die gestohlenen Kleidungsstücke ablegen und sich von Schlamm und Blut zu säubern. Ihren Rausch brauchten sie nicht mehr auszuschlafen. Den hatte die wilde Jagd längst aus den Köpfen getrieben. Nüchtern geworden hatte Caliban erkannt, dass Prospero doch ein besserer König war als Stefano. »Ein Narr war ich, diesen besoffenen Koch für einen Gott zu halten«, dachte er, und er ging das erste Mal in seinem Leben freiwillig nach Wasser, um sich zu waschen.
Doch nun erzählt, wie ihr hierher gekommen seid, König Prospero, drängte Alonso. Wir sind begierig, eure wundersame Geschichte zu erfahren. Ich will sie morgen berichten, wenn uns das Schiff nach Neapel trägt, sagte Prospero. Mein Ariel, mein Herzensgeist, der sich schon frei in den Elementen tummelt, wird sicher meine Bitte hören und uns die See und die Lüfte gewogen machen. Dann soll mein Bericht uns die Reise kürzen. Und so geschah's. In Neapel wurde die Hochzeitsfeier für Miranda und Ferdinand mit großer Pracht und Herrlichkeit abgehalten. Dann kehrte Prospero in sein Land zurück, das nach dem Frühlingsmonat Mai benannt war, und herrschte noch lange Zeit als weiser und gerechter König, geliebt und beschirmt von seinem Volk.